Irgendwas, das ich wissen müsste? Du hast sehr reserviert auf ihn reagiert. War mein Eindruck. Ja, er hat ein paar Mal Ärger gemacht. Hast beim Party machen übertrieben und so. Kam betrunken zum Unterricht. Wollte im Test bescheißen. Solche Sachen halt. Nichts Gravierendes. Nee. Schon möglich, dass die Mafia hinter dem Mord steckt. Aber wir müssen auch prüfen, ob eventuell ein Insider beteiligt war. Also, Kerber ist definitiv ein Arschloch, aber korrupt ist er nicht. Also, no way, das kann ich mir nicht vorstellen. Wessen Entscheidung war es eigentlich, dass die Richterin das Hotel durch den Seitenausgang verlässt? Entscheidung des Einsatzleiters, Frank Kerber. Du hast Verena gebeten, dass sie über mich recherchiert? Ja. Ich wollte wissen, was zwischen dir und Kerber ist. Du hast es mir ja nicht gesagt. Willst du es uns jetzt sagen, Jan? Ja, gut, aber unter vier Augen. Ja, Kerber war ein cooler Typ. So zum Party machen und so. Aber halt auch ziemlich durchgeknallt. Also er hatte eine Clique in unserem Jahrgang. Und in einer Nacht, da haben sie meinen Kumpel Ivo geschlagen, bespuckt und als Schwuchtel beschimpft und so. Ja, und Kerber meinte, wenn ich keine Schwuchtel sei, dann soll ich ihm auch eine reindrücken. Ich hatte nicht den Mut, Nein zu sagen. Ja. Ich habe meinen besten Kumpel geschlagen. Hab mich so geschämt. Ich schäme mich immer noch. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Was war los? Wir hatten einen Termin im Krankenhaus. Hatte ich dir gesagt. Okay, das hatte ich wohl vergessen. Wie geht's deiner Tochter? Es tut mir leid. Das ist mit der Arbeit grundsätzlich so. Das eine ist ein Gefühlsding und das andere ist was Rationales. Und das muss man voneinander trennen. Ich meine, wie sieht das aus, wenn hier jeder kommt und geht, wie er will? Wir treffen uns in 30 Minuten. Ich kann nicht. Ich bin bei der Arbeit. Na? Wichtiges Gespräch, ja. Meine Kleine hat schon wieder einen Anfall gehabt. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Oh, ja. Dann mal schnell los. Danke. Entschuldigung. Was machst denn du hier? Ich bin aufgeflogen. Wie aufgeflogen? Du bist hast aufgeflogen. Geber und checkt, wer ich bin gerade noch bei Funk gekommen. Wissen die, wo das Labor ist? Na, das nicht. Da sind sie noch im Dunkeln, die Depperten. Aber wer weiß, wie lange noch? Also, okay, in ein paar Stunden sind wir fertig, dann können wir ausliefern. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um den Kieberer und dann hast du für nie Servus und Papa. Was heißt kümmern? Brauchst du noch für irgendwas? Sieh zu. Aber du hast verstanden, was ich meine. Klar. Studentin, krallt sie Professor, wird quasi sein Modell, lässt ihn erstmal machen und wird dabei immer hübscher. Er verliebt sich in sie. Ja, und sie ergattert als seine Frau noch einen Adelstitel. Dann macht sie ihn zum Frühstücksdirektor von ihrer Stiftung. Er gehorcht und verstaubt langsam in seiner Uhrmacherwerkstatt. Hm. Hast du dir die eigentlich mal angesehen? Nee. Aber eins hast du vergessen. Was?
der einzige Mensch, der Aufstieg-Unfall von dem Professor Hautner miterlebt hat, ist Ivan Novak. Hm. Und das ist natürlich bitter, sowas mit anzusehen. Klar. Wenn er kippt, ist für sie auch Feierabend. Mensch, Kenner, ihr verdirbt euch auf die Augen. Hier, Susanne von Gasteins Gepäck. Ich habe mal ihre Kreditkartenrechnung gecheckt und eine Abbuchung vom Berliner Hotel gefunden. Da dachte ich, ich gehe da mal hin und kick mir das mal an, wa? Oh, das ist aber für mehr als nur eine Nacht. Ja, sie hat für 5 Nächte im Voraus gebucht und wollte heute Morgen auschecken. Das Zimmer ist leider schon wieder belegt. Ich glaube, Ella war enttäuscht, dass du die Sache nicht gleich mit ihr durchgezogen hast. Ich frage mich, was das bei Stefan ausgelöst hat, als sie ihm den Stein in die Hand gelegt hat. Ist Herr Rita in diesem Moment auf irgendeine Weise nah gewesen? Und was ist, wenn Ella dieses Ritual einfach nicht mehr gereicht hat? Wenn sie ihn weitertreiben wollte? Wenn sie ihn bedrängt hat? Also das heißt, dass Ella am Tatabend da war? Ja. Vielleicht hat ihn ihre Arbeit als Sterbebegleiterin fasziniert. In gewisser Weise war er selbst Sterbebegleiter. Mit Rita, meinst du? Hm. Deswegen mussten die beiden auch nicht über Krankheit und Tod und all diese Dinge reden. Die verstanden sich ohne Worte. Nach so einer Frau suche ich auch immer noch.